Ein in Ost-Türkistan berühmter Autor im Ruhestand wurde zu 11 Jahren Haft verurteilt. Begründet wird dieses Vorgehen mit Vorwürfen von Nationalismus. Der 80-jährige Herr Kerimi, Herausgeber des Kaschgar Verlags, verfasste vor 60 Jahren eine Übersetzung, die ihm jetzt Verleumdung mit Inhaftierung als Folge einbrachten. Die Terrorpolitik der chinesisch-kommunistischen Partei zeigt deutliche Auswirkungen auf chinesische Bürger. Ein chinesischer Polizist mit dem Namen Yan Pen nahm vorausschauend Abschied von seiner Familie, denn eine Verhaftung nach seinen Aussagen war ihm sicher. Er verkündete von Ungerechtigkeit und Unsicherheit, so sei keiner der chinesischen Bürger vor Unterdrückungsmaßnahmen des Staates sicher. Grundlose Verleumdungen reichten völlig aus, um von dem Staatsapparat entweder inhaftiert oder gar exekutiert zu werden. Anlässlich der Krise zwischen den USA und China trafen sich der US-Außenminister Mike Pompeo, der US-Verteidigungsminister Jim Mattis mit dem chinesischen ehemaligen Außenminister Yang Jiechi sowie dem Verteidigungsminister Chinas Wei Fenghe. Primär wurden wirtschaftliche Probleme beider Länder thematisiert. Dennoch wurden Taiwan und Ost-Turkestan nebenbei erwähnt. Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, verkündete in seiner Rede von Besorgnis über die Waffentechnologie Russlands und Chinas. Er forderte China zum Unterzeichnen des Vertrages für nukleare Mittelstreckenraketen auf. Laut palästinensischen Gruppierungen wie der militärische Arm der Hamas und des islamischen Dschihads wurde durch Ägyptens Vermittlungsarbeit zwischen Israel und Palästina ein Waffenstillstand erreicht. Die Friedenssituation werde von ihnen so lange eingehalten, so wie Israel sich ebenfalls an die Bedingungen hielt.